So, da wäre ich auch wieder und wir wollten uns jetzt angucken, was hier los ist. Gut, dass ihr hier seid, Inquisitor. Ich fürchte, sie haben bereits mit dem Ritual begonnen. Das muss Blutmagie sein. Ich hoffe, wir können sie aufhalten, bevor noch mehr Leute zu Schaden kommen. Ihr geht vor. Ich gebe euch Deckung. Nein, wartet! Kommandantin Clarells Befehle waren eindeutig. Sie ist falsch. Denkt an euren Eid. Siegreich im Krieg, wachsam in Friedenszeiten, opferbereit. Es tut mir leid. Im Tode. Jetzt bindet, wie ich es euch gezeigt habe. Inquisitor, welch unerwartetes Vergnügen. Lord Livius Arimond von Virantium, zu euren Diensten. Ihr seid kein Wächter. Aber ihr seid derjenige, der Clarell entkommen ist. Und jetzt wollt ihr und der Inquisitor mich aufhalten. Nun, ich bin sehr gespannt. Wie ich sehe, habt ihr mir schon einen Teil meiner Arbeit abgenommen. Ihr meint ihn? Wir brauchten einfach sein Blut. Oh, hattet ihr gehofft, Mitgefühl wecken zu können? Dachtet ihr, die Wächter würden jetzt Reue empfinden? Wächter? Hände hoch! Hände runter! Korypheus beherrscht ihren Verstand. Sie haben sich das selbst angetan. Wisst ihr, der Ruf hat den Wächtern Angst gemacht, also suchten sie überall nach Hilfe. Sogar in Teewinter. Ja, und da mein Meister den Ruf in ihre kleinen Köpfe gepflanzt hatte, waren wir Venatori bereit. Voller Mitgefühl ging ich zu Clarell und gemeinsam ersannen wir einen Plan. Eine Dämonenarmee aufstellen, in die tiefen Wege ziehen und die alten Götter töten, bevor sie erwachen. Ah, ich hatte mich schon gefragt, wann die Dämonenarmee auftaucht. Ihr wusstet also von ihr. Nun, hier habt ihr sie. Das Bindungsritual, das sich die Magier der Wächter lehrte, hat leider einen Nebeneffekt. Sie sind jetzt Sklaven meines Meisters. Das hier war nur ein Test. Sobald die restlichen Wächter das Ritual vollzogen haben, wird unsere Dämonenarmee ganz Thedas erobern. Ach, da forschen wir erstmal nach. Wollt ihr die Welt wirklich der Verderbnis zum Fraß vorwerfen? Was habt ihr davon? Der Älteste beherrscht die Verderbnis. Er wird nicht von ihr beherrscht, wie die stumpfsinnige dunkle Brut. Und wer denkt, die Verderbnis sei unkontrollierbar, der irrt. Sie ist einfach nur ein Werkzeug. Irgendjemand hier ist definitiv ein Werkzeug. Und was mich betrifft, während der Älteste aus der goldenen Stadt heraus herrscht, werden wir, die Venatori, seine Gottkönige auf der Welt sein. Daran glaubt ihr, oder was? Also hat Korypheus die Wächter beeinflusst und zu diesem Ritual getrieben? Getrieben? Nein. Alles, was ihr hier seht, die Blutopfer, um die Dämonen zu binden. Die Wächter taten es aus freien Stücken. Angst ist ein starker Antrieb. Und sie waren äußerst verängstigt. Ihr hättet sehen sollen, wie sich Clarell mit der Entscheidung gequält hat. Die Bürde des Anführers, nehme ich an. Warum sollten die Wächter versuchen, die alten Götter zu töten? Eine Verderbnis beginnt, wenn die dunkle Brut einen alten Gott findet und ihn durch ihre Verderbtheit in einen Erzdämon verwandelt. Würde sich allerdings jemand durch die tiefen Wege kämpfen und die alten Götter töten, bevor sie verderbt werden können... Puff! Keine Verderbnis mehr. Niemals. Die Wächter geben ihr Leben und retten die Welt.
Ich fürchte nur, jetzt wird man sich doch ein wenig anders an sie erinnern. Warum sollte Clarell riskieren, Dämonen einzusetzen? Dämonen müssen nicht essen, ruhen oder heilen. Sobald sie gebunden sind, werden sie niemals zurückweichen oder einen Befehl in Frage stellen. Sie sind die perfekte Armee, um sich durch die tiefen Wege zu kämpfen. Oder durch Orlais, nun da sie an meinen Meister gebunden sind. Lass die Wächte gehen, ihr habt keine Chance. Ich greife an. Das ist alles, was ich wissen wollte. Oh, bitte. Der Älteste hat mir gezeigt, wie ich mit euch fertig werde, falls ihr töricht genug seid, euch erneut einzumischen. Dieses Mal, das ihr tragt? Der Anker, der euch unbeschadet durch den Schleier lässt? Ihr habt ihn meinem Meister gestohlen. Er war gezwungen, nach anderen Wegen ins Nichts zu suchen. Wenn ich ihm euren Kopf bringe, wird sein Dank Tötet sie! Ach, eine Armee aus Magiern. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Hä? Konsole? Weg mit der. Ach, Zirkumflex habe ich hier rückgehabt, oder? Nee. Dann kriege ich jetzt die scheiß Konsole wieder weg. Jetzt im Ernst, womit kriege ich die scheiß Konsole wieder weg? Einfach keine Vernunft annehmen. Ihr hattet recht. Durch ihr Ritual sind die Magier jetzt Korypheus' Sklaven. Und die Krieger der Wächter? Richtig. Sie wurden für das Ritual geopfert. Welch eine Verschwendung. Ach, na super, jetzt kann ich hier nicht mal mehr was anklicken, ey. Was ist denn das für eine Scheiße? Wie kriegen die Scheiße da oben wieder weg? Ah, jetzt ja. Erymont hat die Wächter belogen. Sie haben nur versucht, künftige Verderbnisse zu verhindern. Mit Blutmagie und Menschenopfern. Die Wächter lagen falsch, Hawk. Aber sie hatten ihre Gründe. So wie alle Blutmagier. Jeder hat eine Rechtfertigung für seine falschen Entscheidungen. Und nie ist sie von Bedeutung. Letztlich zählt allein das, was man getan hat. Ich denke, ich weiß, wo die Wächter sind, euer Gnaden. Erymont ist in diese Richtung geflohen. Dort liegt eine aufgegebene Festung der Wächter. Adamant. Ich schätze, sie wollten ihre Dämonenarmee wohl nicht in aller Öffentlichkeit beschwören. Die Wächter und ich werden Adamant auskundschaften und sicher gehen, dass die anderen Wächter dort sind. Wir treffen uns dann in der Himmelsfeste. Natürlich, es war zwar jetzt etwas unnötig, der Tod, aber naja. So, untersuchen wir das mal. Magier. Brief einer Magierin der grauen Wächter. Ah, natürlich, wir nehmen den Schnaps mit. Hier hinten ist wieder was zum Einnehmen. Ritualturm. So, dann verziehen wir uns mal wieder nach Himmelsrand. Ist das eine verbotene Oase?
wenn ich nur die Anzeige bei meinem Handy sehe, das ist ja Wahnsinn. Schon wieder zig Trillionen Nachrichten, wenn man mal 2 Stunden aufnimmt. Das ist schon 2 Stunden? Ja, gut 3. Nee, nicht ganz, 2,5. Und es war nicht 0 Uhr, es ist mal 16 Uhr jetzt. Magier ist wirklich in der Festung Adamant. Im Ratsraum prüfen sie schon die Angriffsoptionen. Danke fürs Kommen. Gute Arbeit, Varric. Der Inquisitor ist genau das, was wir brauchen. Oh, es war toll. Mordlustige Wächter, Erzdämonen, Blutmagier und verrückte Templer. Fast wie zu Hause. Ich weiß, wie ungern ihr Kirkwall verlassen habt. Das ist der Arsch von Thedas. Die essen Schnecken hier. Trotzdem, ich muss das hier zu Ende bringen. Ohne Bartrand und mich wäre das alles nicht passiert. So viel zum Thema Leben verändern. So ist das, wenn man versucht, etwas zu verändern. Dinge ändern sich. Ihr könnt es nicht immer kontrollieren. Da hat er allerdings recht. Die Wächter sind tatsächlich in der Festung Adamant, Inquisitor. Euer Stab hat meinen vollständigen Bericht. Na bitte. Dann gehen wir mal in den Kriegsrat. Ein Bataillon für Sarah. Ressourcen in den Westgraten, Überquerung der Schwefelgruben, der Widerstand von Tilwinter. Wir dürfen die Ausbildung unserer Soldaten nicht vernachlässigen. Dasselbe gilt auch für die Straße. Unsere Verbündeten können wohl schlecht denselben Weg durch die Berge nehmen wie wir. Na bitte, wir haben den Bürgermeister von Kamwald aufgespürt. So, Liliana ist noch am Arbeiten. Ein hoffnungsvoller Neuzugang. Inquisitor. So, Ressourcen des Kammwaldes, Fluchtweg für Spione, Kräuter sammeln, Enttarnung des Doppelagenten, in Diensten, wenn es auch immer, orsamer Freundschaft erringen. Und was brauchen wir denn hier? Das dauert zu lange. Es ist ein bisschen kalt hier, findet ihr nicht? Wir sind nun mal in den Bergen. Mich beunruhigt auch eher, dass hier beim kleinsten Luftzug alles durch die Gegend geweht wird. So, gehen wir mal zurück. Wir müssen ja schließlich noch nach Vol'Rajuf für Josie. Da kommen wir per Kartentisch ja nicht hin. So, ja. Doppelklick, wo ist die Quest da unten? So, wen nehmen wir mit? Natürlich Varric, Dorian und dich. Das nichts. Ah, schon wieder Lornans Exil und Magister Gerion Alexius. Den wir in unseren Diensten haben. Und von den Magiern gepiesackt wird, garantiert. Oh, Rüstungen, aber ich werde hier eher verkaufen.
Pierre-Marie, Alter. Für den Namen wüsste er sich eigentlich erschießen. Weg damit, den Stab behalte ich mal noch. Das kann weg. Was haben wir noch für einen? 6% kritische Trefferchance. Das Vitar sieht eigentlich auch scheiße aus. Oh, mir juckt das Ohr. So. Achso, Cole. Ja. Verbesserte Stachelfalle nutzt der Ekener. Bianca Bunker 2, das kann weg. So. Nee, das behalten wir alles. Wertgegenstände, die können natürlich alle weg. So. Ihr habt das Auge einer wahren Händlerin. Das nötigt mir Respekt ab, ebenso wie ein gewisses Maß an Abneigung. Das versteht ihr doch sicherlich. Der will mich doch verarschen, der Typ. So, wir müssen nicht in die Richtung, sondern in diese da. Die werden schon bald eine neue Göttliche ernennen, die euch dazu zwingt. Hatte ich nicht gesagt, dass es wichtig war, keine Vorräte nach mir. Ihr unbedarfter Narr, es geht um den großen Ball und um den Winterpalast. Wissen wir es denn? Wisst ihr, wo sich dieser Adlige mit uns treffen will? Ja. Comte Boisvert hat uns auf sein Anwesen eingeladen. Es liegt ganz in der Nähe. Ich bete, dass er den Tod meiner Boten wie versprochen aufklären kann. Na, dann gehen wir. Geht voran. Gehen wir mal dahin. Ein Block wird durch einige Kriegerfähigkeiten gewonnen. Er absorbiert zusätzlichen Schaden und gewährt Resistenzen gegen Zurückwerfen. Das stimmt allerdings. Willkommen, meine Freunde. Danke, dass ihr uns empfangt, Comte Boisvert. Die Ehre ist ganz meinerseits. Bitte setzt euch. Es ist mir eine Ehre, zwei derart erlesenen Gästen behilflich zu sein. Danke für eure Hilfe. Ist das nicht gefährlich? Ich hoffe, es bringt euch nicht in Gefahr, dass ihr der Inquisition helft. Wohl kaum. Selbst ein kurzes Zusammentreffen mit jemandem von eurer Bekanntheit kann einem in Val Royeaux schon enorme Vorteile bringen. Euch die Identität der Mörder von Lady Montigniers Boten zu enthüllen, schien mir das Mindeste zu sein, was ich tun kann. Habt ihr schon mal vom Haus der Ruhe gehört? Ihr meint den Assassinenbund? Meine Kontakte haben in ihren Archiven die Abschrift eines Dokumentes sichergestellt. Einen Mordauftrag gegen euch. Das Haus der Ruhe ist hiermit darauf eingeschworen, jeden zu beseitigen, der versucht, das Handelsverbot der Montigniers in Orléans aufzuheben. Gehe ich recht in der Annahme, dass außergewöhnlich komplizierte Mordkomplotte Teil der orlesianischen Politik sind? Ich fürchte, sie sind alles andere als selten. Der Auftrag wurde von einer Adelsfamilie unterzeichnet, den Duparquets. Aber die Linie der Duparquets als Adelsgeschlecht endete vor mehr als 60 Jahren. Das ist richtig. Der Auftrag allerdings wurde vor 109 Jahren unterzeichnet. Wie ist es möglich, dass eine Familie, die nicht mehr existiert, versucht, euch zu töten? Die Duparquets waren unsere Kontrahenten. Sie haben die Montigniers aus Val Royeaux vertrieben. Dieser Auftrag wurde vor über 100 Jahren erteilt. Aber er trat erst in Kraft, als ich versuchte, die Verbannung meiner Familie aufzuheben. So unerfreulich es auch sein mag, das Haus der Ruhe erfüllt lediglich seine Pflichten im Rahmen des Auftrages. Gott hab euch. Wenn es die Leute, die eure Familie tot sehen wollten, nicht mehr gibt, warum sind die Assassinen dann immer noch hinter euch her? Ein Auftrag ist ein Auftrag, Inquisitor. Orlesianische Geschäftspartner leben und sterben durch ihren Ruf. Das Wohlergehen der gesamten Gilde wäre in Gefahr, wenn eine Vereinbarung allein aufgrund von Zeit oder einer Laune des Schicksals gebrochen würde. Sie hat recht, Euer Gnaden. Das Haus der Ruhe tut, was es entsprechend seiner Maßstäbe für notwendig erachtet. Ich nehme an, ihr habt euch schon den einen oder anderen Gedanken darüber gemacht, Josephine.
Die Düperer Ketz haben noch immer Nachfahren im gemeinen Volk. Wenn wir sie in den Adelstand erheben, könnte ein Düperer Ketz den Mordauftrag gegen mich für nichtig erklären. Das wird jedoch Zeit erfordern, Lady Montier. Zeit, in der das Haus der Ruhe verpflichtet sein wird, Jagd auf euch zu machen. Auch in diesem Moment? Ihr seid außerordentlich gut informiert. In eurer Nachricht an uns stand, ihr hättet allenfalls Gerüchte gehört. Verzeiht die kleine List. Dieser Mordauftrag gegen euch ist eine hässliche Angelegenheit, die das Haus der Ruhe zutiefst bedauert. Aber das hier ist Orlais. Selbst das Wort eines Assassinen ist hier bindend. Gibt es überhaupt einen Comte Boisvert? Natürlich. Das Angebot, es kommt, euch die Mörder von Lady Montagiers Boten zu enthüllen, war echt. Auch die Informationen stimmten. Wie er an sie rankam, darum müssen wir uns später kümmern. Ich habe mich schon gefragt, wieso ihr so bemerkenswert gut über eine geheime Assassinengilde informiert seid. Wir sind nicht wirklich geheim, werter Inquisitor. Wir zeigen uns nur normalerweise nicht derart offen. Der Mordauftrag gegen Lady Montagier ist so ungewöhnlich, dass es ein Gebot der Höflichkeit war, es euch zu erklären. Hab Dank, Monsieur. Einen Düperer Ketz aufzusuchen, der unseren Auftrag für nichtig erklärt, ist eine interessante Idee. Ich wünsche euch viel Glück. Ich bin nicht hier, um Blut zu vergießen, Inquisitor, nur um zu reden. Würdet ihr mich nun bitte vorbeilassen? Warum solltet ihr uns von eurem Auftrag erzählen und uns dann am Leben lassen? In Orlais ist es ein Gebot der Höflichkeit, die von einem Auftrag betroffenen Personen zu informieren, falls außergewöhnliche Umstände auftreten. Und es würde dem Ruf der Gilde schaden, wenn ihr den Auftrag nicht ausführt. Das verstehe ich. Ich danke euch, meine Dame. Wollen wir dieses Treffen nun durch meinen Aufbruch beschließen? Den Assassinen angreifen oder... Ach, scheiß der Hund drauf. Gut, verschwindet. Einen guten Tag noch, euer Gnaden. Meine Dame, ich bete, dass wir uns niemals wieder begegnen. Nun ja, ich hätte nicht gedacht, dass unser Treffen so enden würde. Wir werden uns mit diesen Assassinen befassen. Ich habe schon einige Ideen. Aber lasst uns darüber lieber in der Himmel. Ja, wir kehren zur Himmelsfeste zurück. Kontrolle wie Westgrad, das ist mir Bums. Coachen wir mit Josie erstmal in der Himmelsfeste wieder. Ah, so, Knallhart in Oberstadt, Kapitel 6. Cassandra Pentagast. Ich für persönlich vermisse ja eigentlich den guten alten Ladebalken. Stimmt, wir können ja den Dings da noch verurteilen. Den Bürgermeister von Kammwald. Bürgermeister Gregory Dedrick aus Kammwald ist hier, um sich für den Verrat an den Bewohnern seines Dorfes zu verantworten. Er hat gestanden, vor 10 Jahren Alt-Kammwald überflutet zu haben, um mit der Verderbtheit infizierte Flüchtlinge und Dorfbewohner zu töten. Der Bürgermeister behauptet, er habe es getan, um den Rest von Kammwald zu retten. Allerdings ist seine Aussage alles, was wir haben. Er bekennt sich also schuldig, behauptet aber, er sei unschuldig. Was denn nun? Es gibt keine Heilung für die Verderbtheit. Und doch konnte ich niemanden davon überzeugen, ein krankes Kind oder einen Ehemann zurückzulassen. Also habt ihr die Erkrankten an einem Ort zusammengetrieben und Alt-Kammwald überflutet? Und dabei sind keine Unschuldigen ums Leben gekommen? Beinahe jeder im Dorf war von der Verderbtheit infiziert. Ich schwöre es euch. Habt Gnade. Ich konnte den Überlebenden nicht erzählen, dass ich ihre Familien ertränkt habe, um sie zu retten. Ich konnte es einfach nicht.
Ihr habt eure Morde auf feraldischem Boden begangen. Also werdet ihr auch dort eure Strafe empfangen. Schickt ihn nach Denerim. Dort kann er den Rest seines Lebens im Kerker verbringen. Im Kerker? Beim Erbauer wäre ich doch nur mit ihnen ertrunken. So hätten wir das auch hinter uns gebracht. Es tut mir leid, Inquisitor. Ich hätte nie gedacht, dass uns der Handelsstatus meiner Familie zum Ziel eines Meuchelmörders machen würde. Die Himmelsfeste mit all unseren Soldaten und Spionen ist der sicherste Ort in ganz Thedas. Ja. Nur leider ändert das nichts an unserem Problem. Ich habe die letzten Düparakets aufgespürt. Wenn sie in den Adelstand erhoben werden, können sie den Mordauftrag gegen mich für nichtig erklären. Wir brauchen einen Adligen aus Valroyo, der sie unterstützt. Einen Richter, der die Dokumente aufsetzt und einen Minister, der sie bestätigt. Das ist typisch für euch. Selbst wenn euer Leben auf dem Spiel steht, wählt ihr die langwierigste Vorgehensweise. Ich nehme an, ihr wisst bereits alles über diesen Schlamassel. Es gibt einen schnelleren Weg, Josephine. Das Original des Mordauftrags gegen euch liegt in der Schatzkammer des Hauses der Ruhe. Wenn sich meine Spione dort einschleichen und den Auftrag vernichten, haben die Assassinen keinerlei Verpflichtung mehr, euch zu jagen. Liliana, bitte. Ich will nicht, dass wegen einer persönlichen Angelegenheit noch mehr Blut vergossen wird. Seid nicht so starkköpfig, Josie. Wie lange wird es wohl dauern, bis euch diese Gefälligkeiten in Valroyo gewährt werden? Wenn die Vernichtung des Mordauftrages die Gilde zufriedenstellt, sollten wir es tun. Aber ich bin mir sicher, dass mein Plan funktioniert, Inquisitor. Ich werde euch auf jeden Fall weitere Wachen zuteilen. Das Haus der Ruhe wird nicht lange untätig bleiben. Das weiß ich zu schätzen, aber ich bin weiterhin davon überzeugt, dass die Erhebung der Düparakets in den Adelstand dieses Problem lösen wird. Wir müssen in Valroyo zunächst einige Gefälligkeiten erweisen. Und ich würde gerne mit euch besprechen, wo wir anfangen könnten. Ich nehme die einfache Version. So, hatten wir jetzt die Leute hier mal was. Verschwundene Suche aufspüren. Bericht annehmen. Meine Späher melden keinerlei Anzeichen von Gefahr auf dem nahegelegenen Pass. Gut. Ich werde Patrouillen entsenden, um sicherzustellen, dass das auch so bleibt. So, das hätten wir. Und welchen Einsatz wir als nächstes begehen, gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann. Ciao.